Coach Steph. Wenn ich ein YouTube-Video mache, egal zu welchem Thema, kommt es durchaus vor, dass wir uns nicht alle einer Meinung sind. Und manchmal kommt die Kritik von euch in Form von Argumenten, die wirklich gut sind und schlüssig sind, wohl überlegt sind. Manchmal ist er oberflächlich und manchmal wird auch einfach nur beleidigt. Ist ein bunter Mix, was da manchmal reinkommt. Und auch wenn der Großteil natürlich positiv ist, ist Kritik immer irgendwo dabei. Und heute in dem Video will ich mit euch besprechen, warum ich die Kritik nicht annehmen kann. Auch wenn ich es vielleicht manchmal gerne würde, aber es geht einfach nicht. Und es sind ein paar echt interessante Punkte, die viele von euch gar nicht auf dem Schirm haben, aber ich würde sagen, legen wir los. Als Beispiel würde ich mein Video zu den Bundesjugendspielen nehmen, wo ich kritisiere, dass die neue Reform halt kacke ist, weil die Leistung der Schüler in den Hintergrund tritt und es ein bisschen mehr was von Picknick und Sportfest hat und das finde ich einfach nicht cool, habe meine Punkte dargelegt. Und daraufhin hat ein Sportlehrer in der Grundschule mir geschrieben, dass er meine Kritik überzogen findet und dass er die neue Reform gut findet, weil es genau das ist, was die Kinder brauchen und er hat ja Ahnung, weil er ist Sportlehrer in der Grundschule. Er führt diese Bundesjugendspiele mit den Schülern durch und das ist wahrscheinlich schon seit Jahren und wird das noch viele Jahre machen. Von daher, wer bin ich als Fitness-YouTuber und Physiotherapeut, der darüber urteilen kann? Ja, er ist ja in der Grundschule, er ist da der Mann dazu, der eigentlich das Ganze besser im Blick hat. Leider kann ich die Kritik halt nicht annehmen, denn was er nicht weiß, ist, dass mir noch 50 andere Sportlehrer schreiben, die an der Grundschule sind. Und diese 50 anderen sagen alle was anderes. Und manche stimmen mir zu und manche stimmen mir nicht zu. Und die, die nicht zustimmen, bringen aber alle andere Argumente, die sich teilweise auch gegenseitig widersprechen. Es ist ja keine homogene Masse, wo die Gruppe an Sportlehrern das hier sagt. Das sind ja alles Individuen. Und dann ist die Frage für mich, okay, auf wen soll ich jetzt hören? Weil jeder sagt ja was anderes. Und es weiß vielleicht der Einzelne, der mir schreibt ja nicht. Dann schreiben mir aber auch noch 20 Pädagogen, die sich jetzt auch berufen fühlen, ihren Hut in den Ring zu werfen, weil sie alle mit Kindern arbeiten und es besser wissen als der Grundschullehrer oder Sportlehrer oder der Fitness-YouTuber. Dann komme ich aber und sage, ja warte mal, ich bin Physiotherapeut, Personal Trainer, bin ja nicht nur Fitness-YouTuber, ich war lange Zeit auch Dozent, habe auch viel mit Kindern gearbeitet und wenn es um Fitness geht und um Bundesjugendspiele und um Sport, wieso sollte meine Meinung da nichts wert sein oder zählen? Es sind ja überall Schnittpunkte und im Idealfall sind ja verschiedene Personengruppen, die sich alle ergänzen. Denn am Ende, darf man ja nie vergessen, wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen ja alle, dass es allen gut geht, alle gesund sind, alle leistungsfähig sind, alle später erfolgreich sind und glücklich sind und Spaß haben. Der Weg ist nur das, wo wir uns dann gegenseitig so ein bisschen bestreiten, welcher Weg der richtige ist. Ist wie wenn mir Ernährungsberater schreiben zu meinen Food-Vergleichen, wo ich denke, lade doch Yasio runter. Ist eine kostenlose App, die richtig gut ist, die alle Nährwerte von allen möglichen Lebensmitteln drin hat, wo du die Makronährstoffe siehst, du siehst die Kalorien, du kannst es auf den Tag hochrechnen, da sind auch viele eigene Rezepte drin, die Yasio dir schon vorgibt, die du in deinen Alltag einbauen kannst und du hast sogar einen Barcode-Scanner. Falls du irgendwie im Supermarkt bist und du willst ja sofort dieses Lebensmittel in deine App ziehen, kannst es einfach scannen. Und natürlich habe ich auch einen Deal für euch. Ihr bekommt 50% Rabatt auf Yasio Pro, die Pro-Version, wenn ihr mit meinem Promo-Link das Ganze abschließt. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox. Übrigens rechne ich mit Yasio auch alle Rezepte aus, die in meinen Trainingsprogrammen sind oder die ihr hier auf Social Media von mir bekommt. Also ist wirklich eine Empfehlung. Wie gesagt, zieht es euch rein, unten verlinkt. Bringt uns zur nächsten Frage. Inwiefern ist so ein Titel eigentlich relevant? Jeder von uns hatte Lehrer, die absoluter Schrott waren und jeder von uns hatte Lehrer, die so cool waren, dass sie ein wirkliches Vorbild geworden sind. Es kommt ja dann nicht auf den Titel an. Wir hatten auch alle Physiotherapeuten, die wirklich gut ihren Job gemacht haben und Physiotherapeuten, die so absolut gar nichts gemacht haben und einfach schlecht drauf waren. Ja? Der Titel selbst ist ja nicht alleine ausschlaggebend, ob denn einer kompetent ist, seinen Beruf auszuführen. Im Idealfall kombiniert man diesen Titel ja mit Berufserfahrung. Denn desto länger du in einem Beruf arbeitest, desto mehr hast du gesehen. Verschiedene Situationen, verschiedene Personen, die alle verschieden ticken, bei denen man alle einen verschiedenen Ansatz anwählen muss und daraus lernt man ja noch viel mehr, als man vielleicht in der Theorie gelernt hat, um diesen Titel zu erlangen. Und dieser Mix aus beidem, das ist das, was ja eine Person so wertvoll macht, wo man sich dann so fühlt, die holt einen genau da ab, wo man ist, weil die Person das halt schon mehrmals, mehrere Jahre gemacht hat. Und jetzt zurück zum Thema, wie soll ich das anhand von euren 5 Sätzen im Internet rauslesen? Für mich seid ihr alles fremde Leute. Irgendwelche anonymen Leute, die irgendwas ins Internet schreiben und das kriege ich 100 Mal am Tag auf allen Plattformen und ich habe keine Ahnung, seid ihr ein 14-Jähriger, seid ihr ein 50-Jähriger, seid ihr ein Arbeitsloser, seid ihr ein Akademiker, habt ihr 100.000 Jahre Erfahrung, seid selber hart durchtrainiert und Coaches und super erfolgreich oder
habt ihr gar nichts gemacht und seid einfach nur irgendwelche Internet-Rambos? Ich weiß es ja nicht. Und mein Tipp ist ja immer an euch, nehmt keine Kritik von irgendwelchen fremden Leuten an, die irgendwie schlecht drauf sind und irgendeine Scheiße schreiben. Warum sollte ich das dann auch andersrum machen? Du würdest ja auch nicht auf der Straße von fremden Leuten irgendeinen dummen Spruch als Kritik wahrnehmen und darauf gehen dich verändern. Daher nehmen wir das Ganze eher als Feedback auf, nicht wirklich als Kritik. Und wenn ich mir Kritik holen will, dann suche ich mir Leute, wo ich weiß, die haben Ahnung, die ich vielleicht auch in echt kenne, die, wo ich vielleicht auch weiß, die mich kennen und meine Videos und welche Intention ich damit habe und habe mit denen dann Diskurs über die ganzen Punkte, wo ich vielleicht manchmal übers Ziel hinausgeschossen bin, wo ich manchmal vielleicht zu locker gewesen bin. Ich hole mir das dann eher so ein, aber oft halt nicht von irgendwelchen Kommentaren im Internet. Ich meine, ist glaube ich für jeden verständlich. In der Regel passiert es aber, bevor das Video gedreht wird, weil wenn ich was zu dem Thema machen will und da so ein bisschen recherchiere, dann suche ich mir die Argumente dafür und die Argumente dagegen aus und wege die dann gegeneinander ab und dann vielleicht noch was Neutrales, gibt es eine Studie, gibt es eine Umfrage, irgendein Bericht oder irgendeine Beobachtung, die man vielleicht dann noch mit einfließen lassen kann und dann hat man halt so einen schönen runden Mix, aus dem man dann sein Video kreieren kann, wo ich dann sage, okay, das ist meine Meinung, zu dem Schluss komme ich, dass das den Leuten, die das Video sehen, irgendwie weiterhilft, ja. Und wenn ihr jetzt aber dieses Video seht und ihr bringt ein Argument, dann könnt ihr euch sicher sein, meistens kenne ich das Argument schon. Hab's in der Recherche gelesen, nur habe ich halt gedacht, ist ein schwaches Argument. Sehe ich anders oder ich gewichte das eigentlich nicht so schlimm, weil der Vorteil überwiegt gegenüber dem Nachteil. Oft ist es halt bekannt. In der Regel mache ich es dann so, dass ich das Argument schon im Video entkräfte, dass es gar nicht in den Kommentaren auftaucht, aber schaffe ich auch nicht immer. Manche Leute hören auch manchmal nicht ganz zu, weil das Video auch ewig lang geht und irgendwie 100-mal Werbung von YouTube dazwischen geschaltet wird. Ja, von daher gar kein Problem, aber so versuche ich eigentlich immer aufzuarbeiten. Aber das bringt uns zu einem weiteren interessanten Punkt. Argumente versus Meinungen, weil das Argument steht für sich. Das ist egal, wer es sagt, ob es der Grundschullehrer sagt oder der Pädagoge sagt oder der Fitness-YouTuber sagt, es steht alleine im Raum, unabhängig davon. Aber eine Meinung nicht. Bei einer Meinung interessiert es einen, wer sagt die Meinung und warum. Was hat er in seinem Leben an Erfahrung gesammelt, was ihn dazu bringt, diese Meinung zu haben? Das ist dann schon, beides ist wichtig. Das eine ist nicht wichtiger als das andere, muss man klar sagen. Aber man muss halt unterscheiden, wenn man ins Gefecht zieht, in Anführungszeichen, ob es ein Argument ist oder eine Meinung. Wenn mir jetzt zum Beispiel ein Astronaut, der schon im Weltall erzählen will, dass man da doch atmen kann, weil da irgendwie doch Sauerstoff ist und man kann da ohne Probleme seinen Helm abnehmen, dann ist es Bullshit. Ist auch egal, ob der ein Astronaut ist oder nicht. Er bringt dann einfach ein Argument, wo ich weiß, ist Quatsch. Also brauche ich auf ihn nicht hören. Wenn mir der Astronaut jetzt aber erklärt, wie das Training in der Schwerkraft ist, nach 3 Wochen, wie sich der Körper anfühlt, was so die Schwierigkeiten dabei sind, wie sich die Muskeln anfühlen und wie es dann ist, wieder auf die Erde zu kommen, dann ist es ja kein Argument, es ist nicht sachliches, es ist nicht fachliches, aber es ist nicht weniger wert. Es ist ein richtig krasser Erfahrungsbericht, den du eben nur von dieser Person bekommst, aufgrund der Tatsache, dass sie diese Erfahrung in ihrem Leben gemacht hat. Das Ding in so einer Diskussion ist aber, dass du so ein Argument nicht mit einer Meinung zerlegen kannst. Du kannst aber auch so eine Meinung niemanden absprechen, der vielleicht einfach die Erfahrung gemacht hat, aus welchem Grund auch immer das einfach so empfunden hat, weil für ihn dieses Argument nicht so schwer gewichtet hat. Deshalb solltet ihr euch vorher überlegen, was ihr da eigentlich schreibt, wenn ihr so einen Kommentar verfasst. Aber ich habe noch einen Punkt, um jetzt auf diesen Grundschullehrer zurückzukommen. Das ist auch der letzte Punkt tatsächlich des Videos, aber deswegen ist er nicht unwichtig. Inwiefern hat so ein Grundschullehrer den Weitblick? Wir haben ja noch ein demografisches Problem, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, weil immer weniger Kinder nachkommen. Und die Gesellschaft wird aber übergewichtiger und damit auch kranker. Und bei Kindern fängt es ja jetzt schon an, dass sie eine Fettleber haben, weil sie einfach von der Ernährung her nicht so gut aufgestellt sind wie andere Jahrgänge. Dann haben wir aber auch noch sowas wie einen Fachkräftemangel. Und wenn ihr mal mit Arbeitgeber unterhaltet, so wie wir natürlich auch Arbeitgeber sind, es ist händeringend, gute Kräfte zu suchen, die auch wirklich Leistung bringen wollen, performen wollen. Gleichzeitig haben wir auch Krankenkassen, die immer weniger übernehmen können, immer weniger zahlen können, weil einfach die Kohle nicht da ist. Dann haben wir noch die Sportvereine, die immer weiter am Aussterben sind, weil einfach weniger Leute nachkommen. Es basiert sowieso alles auf Ehrenamt, was ja schon traurig genug ist. Und jetzt ist die Frage, ist das der richtige Move? Zu sagen, bei den Bundesjugendspielen, Leistung ist nicht mehr so im Vordergrund. Eher so der Spaß. Es wird eher ein Sportfest und ist nicht so auf Leistung gedrillt. Und das sind ja alles Faktoren, die in so ein Thema mit einfließen. Und ja, zugegeben, Bundesjugendspiele ist da so ein super kleines Puzzleteil in diesen ganzen großen Problemen, aber es ist halt trotzdem ein Faktor. Und da ist die Frage, jemand, der jetzt ein Pädagoge ist oder ein Fitness-Influencer oder ein Grundschullehrer, hat er das alles auf dem Schirm, bevor er halt ein dummes Kommentar schreibt oder bevor er sich eine Meinung bildet und die irgendwie großartig kundtut? Darum geht's ja. Inwieweit ist das Ganze durchdacht in alle möglichen Optionen? Und da seid natürlich ihr gefragt, wie als auch ich. Und wenn jetzt einer Kritik übt, der sich keine Gedanken um das ganze Thema gemacht hat, weder im großen Ganzen noch in den einzelnen Themenbereichen, der vielleicht auch nicht so viel Erfahrung mitbringt und einfach nur sagt, mir hat es keinen Spaß
Spaß gemacht, ich fand's blöd. Inwiefern ist es dann aussagekräftig? Wisst ihr, was ich meine? Bring Punkte, bring Argumente, die ich nicht auf dem Schirm habe, die mich dazu zwingen, umzudenken. Das ist das, was ich eigentlich von euch erwarte, wenn ihr kritisiert. Weil dann habe ich was davon, dann habt ihr auch was davon, weil die nächsten Videos besser werden, anders werden, daran kann ich wachsen. Ist mir viel lieber als irgendein Lob. Und ich habe auch ein Beispiel für eine gute Kritik. Ich hatte neulich in einem YouTube-Video ein Sponsoring von Blinkist. Ist so eine App, die führt Sachbücher, große komplexe Sachbücher, in so 30 Minuten Blinks zusammen. Man spart sich quasi dieses ganze Buch zu lesen, hat so eine Zusammenfassung. Manchmal reicht es ja vollkommen aus. Und ich hatte das gestern auch auf Instagram erwähnt, dass ich das eigentlich ganz cool finde und mir echt da ein paar Bücher reinziehe. Und dann hat mich ein Follower kritisiert und hat einen Punkt gebracht, den ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Und zwar so, dass Blinkist damit Geld verdient, aber die Autoren der Bücher und die Verlage kein Geld abbekommen, weil die Zusammenfassung ein Werk an sich ist. Und sie haben zwar Deals mit ein paar von den Autoren, wo irgendwie Lizenzen noch verkauft werden, aber viele davon nicht. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Heißt, war mir bei meiner Recherche auch nicht aufgefallen. Und der Follower hat die Kritik auch super eingeleitet. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich es wusste und wenn ja, was ich davon halte, was so mein Take dazu ist. Und allein, dass ich gefragt werde, ist schon sehr selten. Meistens kommt ja sofort irgendwie aufs Maul. Aber so als Frage offen formuliert, ist halt schon so, ja, gut gemacht. Und da denke ich mir halt, sowas brauche ich. Sowas bringt mich zum Nachdenken, zum Recherchieren, zum nochmal aufarbeiten. Das ist die Kritik, die ich sehen will, Leute. Das war's für heute. Ich glaube, wir sind fertig. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass dieses nimm doch mal die Kritik an, du bist ja gar nicht kritikfähig, ist ja nicht so leicht, wie sich's im ersten Moment vielleicht anhört. Ja? Haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich gesprochen. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habe ich vielleicht auch hier ein paar Punkte liegen gelassen, übersehen, vielleicht nicht irgendwas gut genug ausgeführt oder unter den Tisch fallen lassen? Irgendwie schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Vergesst Yasio nicht, der Link ist unten in der Infobox. Also falls ihr Nährwerte vergleichen wollt zu eurer Ernährung, dass ihr da keine Überraschungen erlebt, Yasio ist die App dafür. Ich verlinke es euch unten und ansonsten abonniert den Kanal, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.